She did it again. 8 Jahre nach ihrem ersten Sieg beim SAP Cup reitet Sandra Auffahrt beim CHIO Aachen 2022 erneut in die Geschichtsbücher. Es ist unglaublich, mit diesem Pferd hier auch gewonnen zu haben, weil wir haben sehr viel Arbeit in die Dressur reingesteckt und uns jedes Jahr ein bisschen verbessert. Und ich hätte damit nie gerechnet diese Woche, und dann ist das immer noch umso schöner. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Zunächst sah alles danach aus, als würde der dreimalige Olympiasieger Michael Jung seinen nächsten Erfolg in Aachen verbuchen können. Doch das Ergebnis musste von den Hindernisrichtern überprüft werden, denn an Hindernis 14 war Jung mit seinem 14-jährigen Wallach Chipmunk nicht korrekt zwischen den Flaggen hindurchgesprungen. Ja, auf jeden Fall ist das eine blöde Situation. Das kann man schon als Sportler richtig mitfühlen. Das steht ohne Frage. Ich hätte ihm den Sieg auch gegönnt. Allerdings finde ich, es muss einfach fair sein. Also wenn er fair gewinnt, freue ich mich super über den zweiten. Aber wenn das am Ende die Entscheidung so ist, dass es doch anders ist, dann ist es für mich auch gut zu wissen, dass das jetzt nicht irgendwie für ihn blöd ist, sondern dass das einfach eine richtige Entscheidung ist. Und dann freue ich mich umso mehr. In der Mannschaftswertung wird Deutschland mit deutlichem Rückstand auf Vorjahressieger Großbritannien Zweiter vor Frankreich. Insgesamt gingen in dem als 4-Sterne-Vielseitigkeitsprüfung ausgeschriebenen Nationenpreis 42 Paare aus 15 Nationen an den Start. Parallel zum Gelände wird im Deutsche Bank Stadion entschieden, wer den Megle-Preis im Grand Prix Special mit nach Hause nimmt. Mit 80,064% gewinnt die Dänin Katrin Dufour mit ihrem Hengst Vamos Amigos. Wir trinken auf jeden Fall heute Abend einen Aperol Spritz. Ein Pfleger meines Teams hat heute auch Geburtstag. Wir haben also mehrere Gründe zum Feiern. Zweiter wird Frederik Wandres, der mit Duke of Britain eine seiner bisherigen Bestleistungen aufstellt. Unbeschreiblich fehlen mir fast die Worte. Über 78% Personal Best im 5-Sterne-Grand Prix Spezial. Also ich krieg gerade Gänsehaut, ein Traum. Morgen entscheidet sich, ob Katrin Dufour und Vamos Amigos ihren Siegeslauf fortsetzen können. Ihr Ziel? Der Deutsche Bankpreis. Großer Preis von Aachen.